Und jetzt? Geduld ist eine Tugend. Aha. Sieh an, sieh an. Judy, was gibt's? Wie? Kannst du herkommen? Jetzt gleich? Ist was passiert? Ja. Komm bitte. Hey, hier drüben.
Versuch reinzukommen. Das aus? Wen interessiert? Die Parade fängt gleich an. Ja, das sieht echt toll aus. Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele mit Malware versorgt sind. Wie? Gerade rechtzeitig. Goro, wenn du springen willst, denk dran. Es gibt Hotlines für solche Situationen. Das ist nicht witzig. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch gerade Daten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Um außerdem sicherzustellen, dass die Handfeuerwaffen griffbereit haben. Zum einen funktioniert die Malware sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe, sollte leicht sein. Der zweite ist schwieriger, du wirst klettern müssen. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Hanako-samas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie dich sehen, peng! Bye-bye, Liebling. Falls das gefährlich klingt,
Denk dran, dass ich auf den Wagen springen, reinklettern und Hanako-sama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Der Plan ist richtig scheiße. Und trotzdem bin ich hier. Ich weiß. Dafür danke ich dir. Danke mir, wenn's vorbei ist. Jetzt geh auf Position. Also gut. Warte auf mein Zeichen. Pass auf dich auf, Guru. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Mir geht's gut. Wir müssen die Schützen erreichen, ehe Hanako-samas Wagen auftaucht. Junkie beim Ballonstart. Goro, ich hab den näheren. Jetzt springe auf den Balkon mit dem grünen Pfeil. Der Fahrstuhl. Geh über die Brücke auf die andere Straße. Die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Der Typ, der dich gekillt hat? Typ? Der Wichser ist kaum noch Mensch. Aber weißt du was? Gut, dass er hier ist. Warum gut? Ich bin schon in der Welt ohne Saburo aufgewacht. Muss ich halt mit Smasher Vorlieb nehmen. Vorlieb nehmen? Du hast doch nichts zu verlieren. Okay, okay. Dann eben wir. Dein Finger am Abzug, schon klar. Versuch, den Wartungsbereich zu erreichen.
Dort kannst du hochklettern. Alles wird gut. Nein, ich glaube nicht. Es ist Arasaka. Der nicht ein kleines Obst eingebaut hat? Fuck! Ich wäre fast gestürzt! Sei vorsichtig! Du darfst nicht auffallen! Hab ich doch gesagt. Irgendwie musst du runterkommen. Sei vorsichtig. Das machst du gut. Vorsichtig. Ich brauch dich lebend. Vergiss das nicht. Stelle ergeben!
unter Beschuss! Bist schon zu lange online. Zeit für eine Pause. Bist du hier?
Ich konnte ihn. Oder ist er tot? Er atmet. Noch. Bitte weh. Lass Gnade walten. Jetzt sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Na los, weiter. Du und dein scheißkrankes Ehrgefühl. Heute ist dein Glückstag. Danke deinem alten Kumpel Goro. Okay, sehr gut. Online und im System. Hanako ist drin. Was macht sie? Glaub, sie ruft irgendwen an. Versucht zuzuhören. Denk dran, den Alarm auszuschalten. Sonst komme ich nicht rein.
危険だと報告されたの。織田とも連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの？俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴゴ、アレステムダウン、ヤツドダニ。父様、花子様。あなたは？お許しを。どうか話だけでもお聞きください。サブロー様は父のことを口にしない。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすことが。花子様、無礼を働きたくはありません。しかし、ビーラオフ。Scheiße! Er hat sie abgeknallt. Was immer passiert ist, wir sind gefickt. Ich wusste, der verrät uns. Wie war das noch mit der kurzen Leine? Wir müssen hier abhauen, und zwar sofort. Hey, bist du in Sicherheit? Ja. Vorerst. Den Verstand verloren? Keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen uns treffen. Wo bist du? In einem verlassenen Wohnblock. In der Vine Street. Zweiter Stock. Apartment 303. Klopfe viermal. Schnell. Abgebrochene Rippen. Wir müssen so, okay aus? Wir gehen gleich live. 3, 2, 1. Hier ist Gillian Jordan von N54, live aus Japantown, wo während der heutigen Gedenkparade zu Ehren Saburo Arasakas eine Panik ausgebrochen ist. Augenzeugen sprechen von einer Schießerei auf einem der Festwagen. Der Wagen soll angeblich der sein, auf dem sich auch Hanako Arasaka befand. Leider liegen uns zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen vor. Wir warten noch auf eine offizielle Stellungnahme der Arasaka Corporation. Die Lage scheint außer Kontrolle zu sein. Wenn möglich, meiden Sie die Kansaki Street weiträumig. Komm rein, schnell! Ich dachte, sie hätten dich erwischt.
Momentan ist Hanako die berühmteste vermisste Person der Welt. Das weiß ich. Und uns sitzt die gesamte Arasaka-Kavallerie im Nacken. Du hast recht. Verschwenden wir keine Zeit. Ich habe ihr Tee angeboten. Bist du verrückt? Warte! Ich war dort, in der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Tja, ich bin fest entschlossen. Und hab nichts zu verlieren. Euer Relic-Prototyp steckt in meinem Schädel fest. Durch einen blöden Zufall hat er eine Kugel für mich abgefangen. Und jetzt bringt er mich langsam aber sicher um. Eins eurer Persönlichkeitsengramme überschreibt meine Psyche und wenn ich es nicht aufhalte, dann... Naja, es wird nicht gut für mich enden. Hanako-sama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes ihrer Worte beweisen. Wenn sie bereit wären, ihr mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Hast du das gehört? Geh nachsehen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Scheiße! Auf den Boden schleppen! Nicht bewegen! Letzte Chance, von hier zu verschwinden! Takemura! Ich kann ihn nicht im Stich lassen! Vergiss den Typen, der ist Geschichte! Und du auch gleich! Was machst du? Spinnst du? Dem kann keiner helfen! Thank you.
dankt mir später. Wir müssen hier raus und zwar schnell. Wäre sie mal auf der rechten Seite. Unsere einzige Chance. Ach ja, was du nicht sagst. Dann geh, jetzt! Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen? Klimaanlage ist hin, fixer Bestecke unterm Bett, Scheißhaus verstopft. Jetzt mal im Ernst, wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Ich sag dir... Ganz genau. Nur zwei scheiß Loser. Und ich dachte, wir hätten Ärger, als Goro Hanako entführt hat. Siehst du, das passiert, wenn man Konzernen auf den Sack geht. Man glaubt, man ist in Scheiße getreten. Aber eigentlich steht man bis zum Hals drin. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Was, wenn es Goro ist? Mach dir nichts vor. Der hat sich seit 24 Stunden nicht gemeldet. Totale Funkstille. Ruhe in Frieden, Bastard. Er ist ein großer Junge. Wird's schon geschafft haben. Mit einem Rudel Saka-Hunden am Arsch? Vergiss es. Hörst du das? Auto. Ja, ein Auto. Fuck. Nur eins? Finger im Abzug weh. Endlich. Oh, das da an der Wand, ist das Blut? Ja, jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitz direkt vor dir. Oh, geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Um eins klarzustellen, ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako?
Bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Tut mir leid. Ich weiß, das muss schwer für dich sein. Schmerzhaft. So sehr, dass ich die Wahrheit nicht sehen wollte. Und was jetzt? Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Zuerst mal hilfst du mir. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wäre ein echt mieser Zeuge. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi, das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus. Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten, also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Dengramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders, weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Ich könnte Alt Cunningham kontaktieren. Die Cunningham? Genau die, die Erfinderin des Soulkillers. Sie nutzt jetzt ihre eigene Version. Das sollte mehr als nützlich sein. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Treffen wir uns persönlich. Im Embers, im Stadtzentrum. Das ist diskret. Denk nur an eines. Ab sofort müssen wir extrem vorsichtig sein. Okay, mein Job wäre erledigt. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sarkerschläger irgendwie lieber gewesen. Wir haben, was wir wollten. Der Proxy hat dich doch nicht etwa erweicht. Mich? Fick dich. Komm schon, denk doch mal nach. Gestern noch lebte Hanako in einer für sie vollkommen sicheren Welt. Und was hat sie heute? Eine fremde Stadt, einen irren Bruder und eine Scheißdiebin. Genau deshalb hat sie einen Proxy geschickt. Sie ist allein und hat die Hosen voller als wir. Aha. Klack. Was? Hast du Klack gesagt? Mhm. Das Geräusch, wie sie dir die Leine anlegt.